Ja, herzlich willkommen zu Ape Escape, mein neues Let's Play Projekt. Ja, ihr habt schon gesehen, die Affen sind ausgeworfen und man muss hier einfangen, weiteres im Spiel. Ich liebe diese Reihe, ich werde alle drei Teile spielen. Es gibt drei Ape Escape Teile, leider nur, es müssten echt mehrere geben, das Spiel ist so unterbewertet. Das ist eine meiner Lieblingsreihen, ich freue mich so auf dieses Let's Play. Es gibt wenige Reihen, die ich immer verfolge, es sind Ape Escape, Dynasty Warriors, Warriors Orochi, Paper Mario, Mario Party, Mario Kart, Mario und Zelda eigentlich nur. Und ja, Ape Escape. Epic. Ja, mir fallen wahrscheinlich noch mehrere ein. Aber ich, naja. Aber es sind so die geilsten Reihen, die ich jetzt so aufzählen kann. So aus dem Steigriff. Und Pokémon natürlich. Seht ihr, habe ich schon was Wichtiges vergessen. Naja. Weiter geht's. Nee, fängt gerade erst an. Spaß. What the hell? Warum habe ich jetzt... Ich muss so ein neues Spiel. Das ist ja verwirrend hier. Hier habe ich jetzt schon wieder Spielladen. Das wäre fail. Ich bin doch so ein Noob. Ja, ich bin echt ein Noob. Fängt ja schon gut an. Ja, Leute, passt. Chillt, chillt. So, jetzt machen wir es hier. Ein neues Spiel. Alles von vorne. Oh, gibt kleine Sequenz. Jo, die Musik ist auch episch in diesem Game, kannst du jetzt schon mal sagen. Es ist einfach alles geil, es ist ein Action-Jump-Run-Mischmasch-Spiel eigentlich. Hammer. Aber weiteres in-game. Ich hab's nochmal ein Remake mit, vom PSP. Hey, Spike, hat der Professor seine Zeitmaschine fertig? Er sagte, sie wäre fast fertig. Vielleicht können wir sie dann heute fliegen. Falls ja, gehe ich zuerst. Hey, das ist unfair, Spike. Hey, warte! Kannst ja schneller rennen, du Honk. Oh Mann. Das sind Hallo, zwei. Professor. Spike! Und Buzz? Spike! Nein, nein, lauft ihr beiden! Push the button, bam! Affen, Mann, nur Scheiße sind aus dem Zoo ausgeboren oder aus dem Affenpark, wie auch immer. Ja, und ihr werdet schon sehen, jeder Map, Mann, ist einfach nur Quatsch. Es wird in den späteren Teilen, vor allen Dingen Ape Escape 3, richtig crazy. Aber das ist eh mein Lieblingsteil der Ape Escape 3, meine ich. Eins ist meiner Meinung nach der zweitbeste, auch wenn die Grafik nicht ganz so der Kracher ist. Weil es PS1, also was will man da, was will man dagegen sagen? Ne? What? Time Machine. Okay, ich hab's. Das wird zu dem und geht dann so. Folglich wird das zu dem. Geschafft! Katie, die Zeitmaschine ist fertig. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ach so, der Honk hat die neu mal in Yankee gekriegt. Und das ist ein Professor. Die Affen, die können das mal gerade. Ein paar Random-Knöpfe und ja. Läuft. Ja, ja. Spike, hörst du mich? Etwas Schreckliches ist passiert. Bei dem Unfall bist du in die falsche Zeit gerutscht. Du kommst bald in dem Zeitalter an, in dem Dinosaurier existieren. Die Affen haben sich auch in verschiedenen Zeitaltern verirrt. Wenn wir sie nicht finden, kommt die ganze Weltgeschichte durcheinander. Spike, du musst das für mich tun. Zum Glück hast du zwei meiner Erfindungen. Verwende sie, um so viele Affen wie möglich zu fangen. Du kannst die Affen mit dem Netz fangen. Wenn du in Gefahr bist, greife sie mit dem Leuchtschwert an. Laserschwert. Es ist sehr nützlich. Es ist ein harter Job, aber du schaffst es schon. Ich verlasse mich auf dich. Ja, in der Tat, denke mal, ich sacke jetzt, weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Leider. Obwohl es so episch ist. Auf jeden Fall ist nicht ganz richtig, was er sagt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt falsch, was er gesagt hat. Die Affen, die sind nicht zufällig in der Zeit, die wollten doch ausbrechen und was ist das Beste, wo sie sich verstecken können, einfach in die Vergangenheit reisen. Das ist doch die Intention gewesen, was meint ihr? Nicht, weil sie irgendwie Fails gemacht haben, das glaube ich nicht. Ja, ich mache hier alles, ich werde auch versuchen, alle Affen einzufangen, die es gibt. Und ich werde auch jeden Scheiß hier lesen, weil ich auch mal erstmal wieder reinkommen werde. Er ist natürlich sinnfrei, aber warum nicht? Gebe rechten Stick und schwinge das Leuchtschwert in beliebige Richtung.
Schneide die Feinde durch Schwingen und Drehen des Schwertes, so fallen auch die Affen. Drücke die R1-Taste zum Springen. Schwing das Leuchtschwert mit dem rechten Stick. So, ja. Oh, ne, nicht nochmal da. So, und das sind die Gegner, ja. Unsere Lebensanzahl besteht aus Keksen. Why? I don't know. Und mit dem Netz können wir die Scheißaffen einfangen, ja. N1. Schon ist der erste drin. Ich mag ja eigentlich Affen. Da mache ich auch Ape Escape, aber ich sage jetzt trotzdem Scheißaffen. Also echt nerven, aber am Anfang sind sie natürlich nur chillig und echt einfach einzufangen. Wechsel Räte mit, ja, alle Tasten, bla bla bla. Wechsel zum Zeitnetz und fangen die Affen. Schwingst Zeitnetz durch Kippen und Drehen des rechten Sticks. Kann das Netz auch im Kreis schwingen. What the hell? Ja, und was bringt mir das, wenn es auf dem Boden ist? Lol. Mit R1 springt man, nicht mit X, wie in den meisten Jump'n'Runs. Obwohl es ja Action-Jump'n'Run in meinen Augen oder Abenteuer-Jump'n'Run. Also hier gibt's echt viel zu erleben und zu entdecken, das ist schon echt geil. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn ich die Affen mit dem Leuchtschwert haue. Ich glaube gar nicht, sie werden nur wütend, aber es ist auf jeden Fall in Ape Escape 3 so. Dann werden sie wütend und greifen einen dann sofort an. Also mach ich Kamera, okay. Die Spectamins, ich weiß gar nicht mehr, was die brachten, aber ich sammle sie mal ein. Ich weiß echt nicht mehr, die waren aber, glaube ich, nicht unwichtig. Spectamins, Spectre ist der Anführer von Affen. Die habt ihr im Intro gesehen, das ist dieser weiße Affe da. Der so ein bisschen aussieht wie Mensch, meiner Meinung nach. Jetzt kommt's. Es ist der für Menschen im Kreis. Ja, kommt, Leute. Guckt euch die anderen Affen an, guckt ihn an. Er sieht ja wohl noch viel menschlicher aus als die anderen. Der hat auch die große Intelligenz und er ist ja auch der weiße Affe. Weiße Affen wäre ja immer für intelligenter gehalten und er ist noch am Anfang leicht. Hier möchte ich euch jetzt was zeigen. Guckt euch den an. Oh, hier ist sogar noch Info. Okay. I don't know, was hier passiert. Und Kekse zeigen dir deine Gesundheit. Wenn du alle Kekse verbraucht hast, hast du geloost und du bist ein Vollhonk. Ja, okay. Ja. Hier können wir nicht hoch. Da brauchen wir noch was. Was? Werde ich nicht spoilern. Also den Affen können wir noch nicht einfangen. Erst im weiteren Spielverlauf. Verlauf natürlich. Und dann müssen wir hier nochmal zurückreisen. Was ich auf jeden Fall auch machen werde. Weil ich werde versuchen, alle Affen einzufangen. So. Du hast es, genau. Da haben wir schon den dritten Affen von 4. Den anderen können wir noch nicht kriegen, also fertig. Das erste Level ist geschafft. Thank you, guy. Hey, bin echt gut. Sie ist schon so lange nicht mehr gezockt und läuft noch. Bin beeindruckt. Hab noch der Ape Escape Skill. Willkommen zur Zeitstation. Alles wird dir bei deiner Mission helfen. Dies ist der Warp-Raum. Der runde Schalter vor dir bringt dich zur Zone für die Stufenwahl. Der runde Schalter hinter dir bringt dich zur Zone Laden und Speicher von Daten. Okay. Lies immer alle Nachrichten im Briefkasten und lerne von ihnen. Ja, werde ich auch machen. Auch wenn es euch vielleicht langweilt, aber ich lese sie auch schnell vor, also könnt ihr chillen. Geh zur Speicher auf den... Ja, langsam wird's echt lame. Trainingsraum und der Minispielraum sollst du ausprobieren. Oh ja, warum nicht? Erstmal hier das Spiel absichern. Na, da wollte ich euch noch was zeigen. Na gut, das kann ich auch gleich. Ne, das zeige ich euch noch nicht. Ich erwähne es nur. Das zeige ich euch am Ende des LPs. Ja, warum nicht? Spiel fortsetzen hier. Das ist Affenbuch. Da werden alle Affen verzeichnet, die wir eingefangen haben. Werde ich euch aber erst am Ende des LPs zeigen. Um dann so einen schönen Rückblick zu haben. Und ja. So. Ja, ich denke mal, ich mache nur ein Level, weil es der erste Part ist. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß gar nicht. Was war da? What the hell? Hm? Sind das die Minispiele? Die will ich noch nicht machen.
Oh, erst am Ende des LPs. What the fuck? So, hier sind auch noch gar nicht freigeschaltet. Ja, sind die Minispiele, glaube ich. Okay. Was ist das? Ist das der Trainingsraum? Ah, nee, das sind die Minispiele. Das andere war der Trainingsraum. Ja, jetzt macht es auch Sinn. Und dafür brauchen wir die Spectre-Münzen. Jetzt wissen wir's. Bis der Minispielraum zu spielen, musst du die Stufe versteckt Spectre-Münzen sammeln. Ah, und alle Münzen auf dem Monitor hast, kannst du das Minispiel spielen. Kannst die Anzeige sammeln, Münzen, und, ja, prüfen. Kann ich prüfen. Machen wir's doch mal. Ja, wo kann ich's denn prüfen? Bei Start oder was? Jo. Und was kann ich bei Optionen? Ach so. Übrigens, Ape Escape ist das erste, wirklich das allererste Spiel, was die Vibration genutzt hat, den DualShock Controller. Nice, oder? Da sieht man schon, das ist ein bisschen, das waren dann schon die geileren Spiele von PS1. Also, das ist auch ziemlich lang, im Gegensatz zu Tom und Jerry. Obwohl Tom und Jerry, lasse ich auch nicht drauf kommen, weil es macht echt tierisch Spaß. See des Regens kommt jetzt. Das erste war Feld der Urahn. Ja, mich wundert, dass wir nicht ganz in der Steinzeit gekommen sind. Nee, wir sind schon in der Dino-Welt. Obwohl, da gab es ja auch noch kein Dinos. New Gadget! Es schießt unter Wasser ein Netz aus. Da habe ich gefailt, Leute. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. Lol, das ist ja Erpressung. Erpresst er uns einfach. Wenn du es nicht schaffst, kannst du nicht weitermachen, ey. Ja, und hier, gerade hier sack ich. Wie war denn das nochmal mit Tauchen? So, das ist nicht jetzt schwer. Oh nein, jetzt habe ich es übersprungen. Nochmal, bitte. Das Wassernetz erscheint, wenn du im Wasser bist, zum Schwimmen benutzt den linken Stick. Okay. Ja, ist ja klar. Tauch auf, indem du... Ah, nee. Wasseroberfläche springst du springen, ja, das wissen wir ja schon. Bist mit der R1 das schneller beim Schwimmen oder auftauen. Schneller du schwimmst, desto eher gewinnst du. Lol, okay. Damit können wir schießen mit R3. Wie tauchen wir jetzt auf? Ach so, von ganz allein, okay. Sein zeigt dir links, ja, R3 drücken einfach und dann können wir da schießen. Das habe ich ja gar schon rausgefunden, weil ich es noch wusste. Ha! So gut. Ach so, das meinten die eigentlich. Na gut, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Skills und man hat auch nicht. What? Wie komme ich jetzt so? Ah, jetzt das. Oh, ich muss da erstmal wieder reinkommen. Das Schwimmen lag mir noch nie. Puh, man ist auf schnell, muss ich ja schon sagen. Im Real Life. Wenn man nicht schwimmen kann. Oh, das hatten wir auch schon. Das muss ich mir jetzt nicht durchlesen. Hä, was zur Hölle? So, ich muss jetzt, sonst geht's hier nicht weiter, oder was? Jo. Muss der Affen fangen. Da sitzt da der Übeltäter. Ja, ganz einfach, weil er sich nie bewegt. Ist auch so leicht gemacht, das Training. Kann man ja gar nicht failen. Aber es wird echt schwer. Glaub mir. Ausgang bist du, ich bist so gut, dass du nur alles wusstest. Mann, was hast du für Skills? Das Wassernetz kannst du immer im Wasser benutzen, ja. Ey, habe ich gerade gemacht, du Sherlock. Oh Mann. WTF. Das ist geil, wie sie ist. Mann. Fange 4 Affen. Wow. Jetzt 4 Affen fangen. Oh, diese Musik. Epic. Los geht's. Im Ape Escape 1 gefällt es mir auch am besten. Und 3. Weil bei 2 war es ein anderer komponiert und der sackt. Ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Hey, da kannst du tauchen, indem du... Oh, nein. Oder oh, das hatten wir auch gerade, Horst. Ey, wie dämlich diese Hinweise sind. Sowas von Fire-like. Alles dreifach. Jetzt werden die Affen nicht schon geiler.
Ja, will er mich verarschen? Ey, wie cool er sich fühlt. Oh, Bananenschall erstmal und Epic Jump oder oh, ist ein Bug oder so. Ich spiel's nicht auf dem Emulator, aber ist trotzdem Bug. Lol. Springst du auf. Oh nee, oder oh, das hatten wir auch schon. Du hast keine Höhenangst, oder? Nee. Hab ich nicht. Ah. Ja, hier kommst du nicht mehr runter, ne? Hast du dein eigenes Grab geschaufelt, mein Freund. Der ist mir irgendwie zu geskillt. Ich frag mich aber auch, wo die Spectre-Münze ist. Also die möchte ich ja dann doch schon haben. Weil das bringt ja tatsächlich was. Drücke die für oh, das habe ich auch scheiß rausgefunden. Wollte eigentlich die Hinweise lesen, aber das ist mir echt zu lame. Und die waren ganz fies. Schnell ohne, sonst habt ihr verkackt. Das sind nicht schon die Dinos. Und der geht mir auch auf den Sack. Da greift er an, zieht uns das erste Leben ab. Aber wir haben ihn. Oh, der war echt nicht schlecht für den Anfang. N1, muss ihn loben. So, mal gucken. Ah, da ist die Spectre-Münze. Gut. So, jetzt geht's mal ab hier. Tauchen, Spike. Spike wegen der Haare, ne, weil sie so richtig schön spikig sind, logisch. Ah, da kann man allgemein schneller mit schwimmen. Okay, dann geht's schnell hoch, Tonk. Du ersäufst. Du bist aber... Oh, was knapp. So, jetzt bewegt er sich, aber trotzdem nicht schwer. Und why the hell, wo hast du jetzt so gelehrt, nur wegen einem Affen, WTF? Nur weil ein Affe hier in dieser Map rumschwimmt? Oh, ich frag mich echt, wo die anderen Affen sind. Hier erstmal durch. Wie gesagt, das ist eigentlich blind. Es ist blind. Ich hab's 5 Jahre nicht mehr angepasst. Also das die Remake-Version, dies habe ich schon 10 Jahre nicht mehr angefasst. Ich mag diese Version nicht. Das Remake ist viel besser von der Grafik und so, aber ich kann PSP nicht aufnehmen. Wie geht das? Keine Ahnung. Geht nicht. Darum habe ich gedacht, schnapp dir das erste. Da ist einer. Geht direkt hier auf den Hügel. Mhm. Ich mag den Regen übrigens nicht. Ist das eigentlich der letzte Affe? Ey, komm, chill! Bleib doch mal stehen. Ah, so mag ich das. Das war der letzte. Mehr gibt's ja auch, glaube ich, gar nicht. Lol. Und da ist so ein Assi. Also die Dinos sind echt fies. Muss ich sagen. Einen haben wir ja geohnt. Star Wars-like mit unserem Lichtschwert. Du bist gut. Bist gut. Ja, yeah, ich weiß. Obwohl, einmal habe ich gefailt. Ach komm, der Affe, der war gut. Der war richtig gut. Springt erstmal so wie Mario, so ganz professionell. Und dann geht er noch richtig ab. Hm, war echt nicht schlecht. Aber ich denke mal, Leute, ich beende erstmal den Part. Für diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part von Ape Escape. Ihr könnt mir gerne euren ersten Eindruck zu diesem Spiel machen. Machen, lol. Schreiben. Ich find's einfach epic. Die Idee, einfach Affen einzufangen. Und diese Maps, also es wird noch richtig Jump'n'Run-mäßig. Jetzt hier nur erkunden und Affen suchen. Es war ja noch nichts Tolles, aber glaubt mir. Da kommt noch was. Und darum... Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch ein Affe über den Weg läuft, sagt mir Bescheid. Dann hole ich Spike. Der hat sein Fangnetz. Und ja. Also Leute, haut rein. Bis dann. Ciao. Freut euch auf den nächsten Part. Also diese Ape Escape Spiele sind immer lustig. Mit der Affen hat man schon seinen Spaß. Also tschüss Leute.